unendliche Geschichte. Das Buch der Fantasie. Es führt uns auf direktem Weg in die Vorstellung der verzauberten Welt von Phantasien. Ach, übrigens, mein Name ist Koriander. In dieser Welt. Doch in Phantasien nennen sie mich Coriosus. Aber ich gehe schon wieder zu weit. Selbst eine Geschichte, die ohne Ende ist, sollte irgendwie beginnen. Und diese Geschichte beginnt, als eines Abends ein ganz besonderer Junge namens Bastian Buchs in meinen Laden kam. Ihm legte ich das Schicksal Phantasiens in die Hände. Ist das nicht das Auto deiner Mutter? Mom! Aber das Schicksal nahm eine unerwartete Wendung. Nach dem tragischen Tod seiner Mutter fand er Trost und Kraft in der unendlichen Geschichte. Denn aus einem Dorf in den Wäldern von Phantasien wurde ein tapferer Junge namens Atreo auserwählt, die Reise zum Herzen des verzauberten Reiches anzutreten, dem Elfenbeinturm. Hier begegnete Atreo schließlich der Kaiserin Mondenkind. Mondenkind, seid ihr das? Ich danke dir, Atreo. Du hast mehr erreicht, als ich zu träumen gewagt hatte. Mit Quana, der Fliegerin, und ihrer Flugmaschine wurde Atreo mit einer gefährlichen Mission betraut. Sie sollten den sagenumwobenen Glücksdrachen finden. Ich sagte doch schon, ich suche Fuchur, den Glücksdrachen. Und ich sagte, viele glauben, dass das der Glücksdrache ist? Darum geht es doch gerade. Die Phantasier beginnen, die Hoffnung zu verlieren. Also hat mein Großvater das hier gebaut. Es soll aussehen wie der Glücksdrache, um den Phantasiern wieder Hoffnung zu machen. Auf der Suche nach dem Glücksdrachen gerieten sie in die Stadt der Finsternis, der Festung von Xaide, der kriegerischen Schwester der Kaiserin. Ah, da kommt sie ja, die sogenannte Geheimwaffe meiner Schwester. So wie ich es mir dachte. Xaide war entschlossen, Phantasien zu zerstören. Ganz ruhig, ganz ruhig. Ich habe ein Geschenk für die Prinzessin der Finsternis. Von ihrer Schwester, der kindlichen Kaiserin, lass mich los! Na los, sieh ruhig hinein. Heute ist dein Glückstag. Der Glücksdrache, du bringst ihn um, wenn du ihn so ankettest! Oh nein, lebend ist er mir sehr viel nützlicher. Wie ich schon sagte, ein Geschenk ihrer Majestät. Denkst du wirklich, dass dieser Stock mich aufhält? Ihr werdet mich entkommen! Niemals! Bei ihrer Flucht aus der Stadt der Finsternis mussten Atreo und Quana ein letztes gefährliches Hindernis überwinden. Gmorg, eine böse, sich ständig verwandelnde Gestalt, die sich nach Belieben zwischen Welten bewegen konnte, um den Befehl Xaides auszuführen, Bastian Buchs daran zu hindern, die unendliche Geschichte weiterzulesen. Bastian Buchs! Komm raus, wo immer du bist. Mein Name ist Leonard Blank. Ich überlege, wie ich mir Herrn Blank vom Hals schaffen kann, und zwar auf Dauer. Das ist es, wir müssen alle Daten von Blank aus dem Schulcomputer löschen. Ich bin so kurz davor, das Leben des Jungen ein für alle Mal zu ruinieren. Ist das alles, was oben war? Ja, ich glaube schon. Und wo kommt das hin? Guck noch mal in den Taschen nach und dann packen wir alles ein. Ja, gut. Fällt dir das auch nicht zu schwer? Nein, das macht mir nichts. Mama hat oft Kleider aussortiert. Was hast du da? Das ist ein Brief. Ein Brief für mich. Von Mom. Bastian Buchs, sag mal, ist das nicht die Adresse, wo ihr früher gewohnt habt? Der ist vom letzten Sommer. Sie muss vergessen haben, ihn abzuschicken.
Da ist irgendwas drin. Ja, ich weiß. Sie hat mir immer irgendwas geschickt. Wieso hast du ihn nicht aufgemacht? Willst du nicht wissen, was drin ist? Ich weiß nicht. Ich habe eine ganze Menge Briefe von ihr. Aber jetzt einen von ihr zu kriegen, ist irgendwie komisch. Als wäre er aus dem Jenseits. Der letzte Brief, den ich je von ihr kriegen werde. Entschuldige, dass ich nicht schon früher geschrieben habe. Hallo, Bastian. Hallo, Dad. Ist das der Brief von Mom? Hast du ihn endlich aufgemacht? Ja. Willst du ihn lesen? Und das ist der magische Bleistift? Ja. Wirklich schade, dass du ihr nicht antworten kannst. Ja. Hey, Bastian. Wen habe ich gerade im Schulbüro gesehen? Rate. Wen? Deinen Bewährungshelfer? Nein, falsch geraten. Bastians speziellen Freund. Tja, Bastian Fuchs, du nichtsnutziger Versager. Ich schlage vor, du verbringst deine Pubertät im Gefängnis. Spinnst du, Herr Blank? Auf keinen Fall. Hey, ich hab ihn gesehen, kein Zweifel. Aber ich weiß nicht, was das bedeutet. Aber er war doch nur Aushilfe. Frau Fink ist wieder da. Was will er da noch? Genau, Conny. Ich glaube, du willst Bastian nur ärgern. War doch nicht schlecht, oder? Das war doch eben Herr Blank. Ja, dein Lehrer. Und war er wegen mir hier? Es geht nicht immer nur um dich, Bastian. Und weswegen war er dann hier? Er hat mich als Anwalt engagiert. Was? Wozu braucht er einen Anwalt? Tut mir leid, Bastian, aber... Was bedeutet das? Ich darf dir nichts sagen. Er ist mein Mandant. Aber du bist mein Dad. Ich bin aber auch sein Anwalt. Und ich muss alles, was mein Mandant mir erzählt, streng vertraulich behandeln. Oh, Mist. Mir jetzt, oder es wird dir leid tun. Du wirst mir vertrauen müssen.
dir vertrauen, nachdem du den Jungen von den Waldleuten und das Mädchen hast entkommen lassen? Wohl kaum. Keine Sorge, die kommen nicht weit. Nur Narren sind Optimisten bis zum Ende. Gmorg! Du hast dich selbst übertroffen. Keiner zu sehen. Aber warte! Musst du immer so vorsichtig sein? Ist ja schrecklich. Na, was sagst du jetzt? Es muss unbewacht aussehen. Das ist äußerst wichtig. Dadurch locken wir sie aus ihrem Versteck. Ich habe einen besseren Plan. Xaide, das ist was anderes als ein Pferd zu reiten. Das ist eine komplizierte Flugmaschine. Fliegen, wie schwierig kann das schon sein? Da wird sie sich ganz schön wundern. Ich weiß nicht, was du meinst. Solange wir das hier haben, hat sie keine Chance. Dad? Mhm? Ich habe doch den Brief von Mom bekommen. Ja, und? Der Bleistift ist verschwunden. Tja, hast du schon... Ich habe überall gesucht. Er ist weg. Oh, das tut mir leid. Aber es ist nur ein Bleistift. Das verstehst du nicht. Doch, ich weiß. Aber was Besonderes für dich. Aber Herr Blank ist hier gewesen. Hier im Haus. Bastian, um Himmels Willen. Welches Interesse sollte Herr Blank an deinem Bleistift haben? Du kennst Herrn Blank eben nicht. Er war in unserem Haus. Ich habe ihn gesehen. Ich glaube, der Blank hat mir den Bleistift geklaut. Oh, weißt du nicht mehr, was ich dir neulich gesagt habe? Also vergiss das mit dem Bleistift. Frag einfach deinen Dad, warum er Blank einen Anwalt braucht. Das habe ich ihn schon gefragt. Er hat gesagt, er darf nicht darüber reden. Vielleicht hat es ja gar nichts mit uns zu tun. Vielleicht hat er ja jemanden umgebracht. Das wäre echt gut. Dann käme er nämlich ins Gefängnis und wir wären ihn endgültig los. Bis er wieder auf freiem Fuß wäre. Dann würde er wiederkommen und sich an uns rächen. Lukas! Na also, kein Problem. Sag ich's doch. So fliegt das Ding nicht. Flieg! Ich befehle dir zu fliegen! Gmorg, untersuch das Ding bis auf die letzte Schraube und den letzten Bolzen und sorg dafür, dass es fliegt! Das finde ich nicht witzig. Unrechtmäßige Entlassung. Gut, ja. Ich rufe dich nachher nochmal an. Wiederhören. Ich habe nur geguckt, ob vielleicht... Suchst du immer noch den Bleistift? Ja, er kann ja nicht einfach verschwunden sein. Hey, es gibt keinen Grund, sich Sorgen zu machen. Ich bin sicher, das hat nichts mit uns zu tun. Ja, es gibt mindestens 1000 Möglichkeiten, warum Herr Blank entlassen wurde. Es gab keinen, der ihn mochte. Das wäre schon mal ein guter Grund, wenn ihr mich fragt. Ja, und wenn er es auf dich abgesehen hätte, hätte er nicht deinen Vater beauftragt. Ja, vielleicht habt ihr recht. Das wäre doch wirklich bescheuert. Kein Grund zur Beunruhigung. Ja, hoffentlich. Also dann, wir sehen uns morgen. Alles klar, bis dann. Ich weiß, was du getan hast, aber weißt du auch, was ich jetzt tun werde?
Das hier ist ein Vorgeschmack. Auseinandernehmen, haben wir ein echtes Problem. Schnell, lass uns gehen. Los, geh weg da! Weg da! Finger weg von dem Flieger! Steig ein! Hey, du, was machst du da? Kein Grund zur Beunruhigung. Ja, ganz genau. Raus! Los! Das war leicht. Zu leicht. Beeil dich! Los, schnell! Ich beeile mich ja schon! Na los, dann mach noch schneller! Das wäre fast daneben gegangen! Also los, halt dich fest! Achtung! Wally? Wieso hat sie Mamas Jacke an? Was willst du denn hier? Verschwinde! Und du bist sicher, es war die Jacke deiner Mutter? Wir haben die Sachen an einen Laden gegeben. Das nennt man Zufall, hm? Du denkst also, es ist ein Zufall, dass deine Freundin die Jacke jetzt hat? Seit ich das Buch lese, das sie mir gegeben haben, bin ich nicht sicher, ob es überhaupt Zufälle gibt. Eine Botschaft vielleicht? Meinen Sie, von meiner Mutter? Das könnte doch sein. Wenn es so ist, was soll es bedeuten? Weißt du, das ist nicht so einfach mit Ideen. Es geht dabei mehr um Gefühle als um Tatsachen. Und präzise sind Ideen nie. Bist du sicher, dass es Wally war? In einer gebrauchten Jacke? Aus einem Second-Hand-Shop? Da kann man ganz billig Sachen kaufen. Bastian, vielleicht ist es in deinen verrückten Fantasien denkbar, dass Wally Second-Hand-Sachen trägt. Aber hier in unserer Welt würde sie nie was anziehen, das keinen Markennamen hat. Ja, das war ja eine Markenjacke. Ich meine eine Designermarke. Wally ist ein Snob und ist auch noch stolz darauf. Und sie gibt dauernd damit an, was sie für tolle Klamotten von den Eltern kriegt, wo sie Ferien machen oder wo sie essen gehen. Sind ihre Eltern reich? Und ob die reich sind, du solltest mal ihr Haus sehen. Kennst du es? Nein, aber sie erzählt allen, wie super es ist. Denkst du, sie lügt? Wie viele Mal hast du nicht gehalten, was du versprochen hast, Gmorg? Drei. Wohl eher... Vier. Ich gebe zu, dass ich versagt habe. Aber ich bin so kurz davor, das Leben des Jungen ein für alle Mal zu ruinieren. Wenn du mich nur... Wenn sich dein Herz nur noch einmal erweichen ließe, mich zu den Menschen zu schicken. Ich bin ein altmodischer Lehrer, Herr Buchs. Streng, aber gerecht. Das ist mein Motto. Ihre Art zu unterrichten steht nicht zur Diskussion, Herr Blank. Wenn Ihr Vertrag gekündigt worden wäre, weil Sie das Opfer einer Verschwörung gewesen wären, dann hätten wir vor Gericht vielleicht eine Chance. Eine Verschwörung? Das hört sich sehr gut an. Daran waren nicht nur die Verwaltung und andere Lehrer, sondern auch die Schüler beteiligt. Sie meinen Schüler dieser Schule?
Diese kleinen Monster haben im Schulcomputer alle Unterlagen über mich gelöscht. Ich verstehe. Haben Sie dafür Beweise, die wir vor Gericht verwenden könnten? Oh ja, ich habe Beweise. Mehr als genug Beweise. Unglaublich viele Beweise. Ich kann Ihnen so viele Beweise bringen, wie Sie wollen. Die kleine zerlumpte Flüchtlingsbande, genannt die Tata de Maliana, hatte es sehr schwer. Tartus, der beste Freund von Atreyu, war ihr Anführer. Doch er zwang den Jüngeren seinen Willen auf, sodass sie sich klein und dumm vorkamen. Mag ihn aus. Diese Kerle kommen wirklich wie gerufen. Ja, weißt du, Sonny, Bruno und ich dachten, du könntest ein bisschen Hilfe brauchen. Vertrau uns, Mackinaus können alles reparieren. Danke, aber das ist nicht nötig. Tartus, das sind die Mackinaus. Wir haben genug hungrige Mäuler. Also sag deinen Freunden, sie sollen wieder zusammenpacken und verschwinden. Wer hat eigentlich gesagt, dass du der Boss bist? Irgendjemand muss Boss sein. Wir haben weder Häuser noch was zu essen. Außer dieser alten Banane. Und die gehört mir. Wann haben wir das letzte Mal den Glücksdrachen gesehen? Ha? Ihr solltet dankbar sein, dass ich für euch sorge. Dankbar. Und jetzt weg damit. Verschwinde. Los. Ich sagte, verschwinde. Sag mal, Bastian, du kommst doch nicht gut mit Herrn Blank zurecht, oder? Mit Herrn Blank? Mich interessiert nur, wie er als Lehrer war. Wie fandest du ihn? Ich weiß nicht. Na komm schon, Bastian. Du warst in seiner Klasse. Bestimmt hast du eine Meinung. Ja, natürlich, Dad. Aber du bist ein Anwalt. Also kann alles, was ich sage, vor Gericht gegen mich verwendet werden. Das ist kein strafrechtlicher Fall, Bastian. Und wenn du irgendwas über Herrn Blank weißt, dann sag's mir. Wir haben ihn alle gehasst. Und wie? Er hat dafür gesorgt, dass wir uns immer wie Idioten vorkamen. Du solltest ihn lieber nicht vertreten, denn er versucht, mich fertig zu machen. Das sind schwerwiegende Anschuldigungen, Bastian. Das sind Fakten. Ich habe Beweise. Komm mit, ich zeig's dir. Ich weiß, was du getan hast, aber weißt du auch, was ich jetzt tun werde? Das hier ist ein Vorgeschmack. Wieso hast du mir nicht gleich was davon gesagt? Du bist ein Anwalt, also auf seiner Seite. Bastian, du bist mein Sohn. Und das, was hier steht, ist kein Spaß. Bist du sicher, dass der Brief von Herrn Blank ist? Er ist bei uns gewesen. Daraufhin ist der Bleistift verschwunden. Und dann habe ich den Brief hier im Flur gefunden. Und was war drin? Er ist der Einzige, dem ich das zutraue. Ich will den besten Platz bei der Show. Besser gesagt, ich möchte im Cockpit einer FA-18 sitzen. Ja, kann schon sein, aber zuerst mal brauche ich noch 5 für den Bus. Hier sind meine 20. Hey, Wally, brauchst du mir noch 5 für die Flugshow? Ich habe das Gefühl, wir sind nur zusammen, weil ich Geld habe. 2, 4, 5. Danke. Hey, Wally, ich bekomme von dir auch noch Geld. Was? Glaubst du etwa, ich komme da mit? Ich flieg zu meinem Dad nach Florida. Florida? Was, Miami, Florida? Ja, und während ich in der Sonne liege, denke ich dran, wie ihr in dem stinkenden Bus sitzt. Da hörst du's. Wohnung, Florida, richtig tourisch. Ich sag doch, ihre Eltern sind reich. Was glotzt du denn so? Was nicht? Es lässt sich irgendwie nicht richtig steuern. Die müssen irgendwas kaputt gemacht haben. Geh hinten mal nachsehen. Ja, gut. Ich bin kein Experte, aber sollten diese gelben Drähte nicht angeschlossen sein? Sind es auch wirklich die gelben Drähte? Wenn es die gelben Drähte sind, dann haben wir ganz schöne Schwierigkeiten. Tu irgendwas! Ich wüsste nicht, was ich tun könnte. Seht! Der Glücksdrache.
Nimm das. Was? Das? Los, mach schon. Die Beine da rein und die Arme dort rein. Oh, da stimmt was nicht. Also das geht schief, ehrlich. Ja. Also dann. Was machen wir jetzt? Was wohl? Wir springen! Was? Du springst einfach runter. Du zählst bis drei, dann ziehst du an dem Ring. Na schön, ja. Aber es ist nicht schlimm, oder? Nein, nein. Ein Kinderspiel. Und worauf wartest du dann noch? Ich habe Höhenangst. Hast du dich schon mal gefragt, ob du nicht den falschen Beruf hast? Entschuldige. Solano. Den hat's erwischt. Ach, wie schade. Wisst ihr noch die Notration, die er uns immer gebracht hat? Der Glücksdrache ist gerade ertrunken und das Einzige, woran du denken kannst, ist ein fetter, dicker Bauch. Was weißt du schon, woran ich denke? Ich habe gerade an den Kerl gedacht, der da oben im Baum hängt. Welchen Kerl? Atreyu! Oh. Holt ihn bitte da runter! Schnell! Oh. Atreyu, ist alles in Ordnung? Schnell! Bin ich der Einzige, dem das auffällt? Jedes Mal, wenn wir den Glücksdrachen sehen, taucht Atreyu auf. Fliegerin, wo bist du? Was redet der da? Wartet, ich muss sie finden. Ganz ruhig, Atreyu. Fliegerin! Wir helfen dir, sie zu suchen. Egal, wo sie auch steckt. Wir helfen ihm. Kommt, wir helfen ihm alle. Ihr geht da lang und ich gehe da lang. Hey, Wally. Was willst du? Fährst du auch nach Orlando, wenn du in Florida bist? Ja. Seit wann interessierst du dich denn für mein Privatleben? Wieso nicht? Ich wollte mich nur mit dir unterhalten. Ich mich aber nicht mit dir. Und warum starrst du mich dauernd so komisch an? Naja, als ich dich neulich gesehen habe. Ich hab mich rumgetrieben, okay? Und die Jacke, die du anhast, gehörte meiner Mom. Was? Deiner Mom? Du meinst... Ja. Wir haben ein paar Sachen von ihr in den Second-Hand-Laden gegeben. Das tut mir leid, wirklich. Ich verspreche dir, ich zieh sie nie wieder an. Ist schon gut, das macht mir nichts aus. Ach ja, aber mir macht's was aus. Und wenn du jemandem sagst, wo ich die her habe, bist du ein toter Mann. Erledigt. Geschichte. Hast du verstanden? Ich werde niemandem was sagen. Das hoffe ich doch. Komm noch mit. Fliegerin! Fliegerin! Wo ist sie nur? Bitte helft mir, sie zu finden. Wo ist sie? Atreyu, sie ist hier. Atreyu. Wo denn? Fliegerin. Hier sind wir. Ich komme. Er ist gleich bei dir. Quanah. Schon gut. Atreyu, das Drachenherz. Pass gut darauf auf.
erzähl keinem was von der Flugmaschine und meiner Mission. Versprich mir das. Du wirst wieder gesund. Versprich es. Ich verspreche es dir, Fliegerin. Atreyu, wer ist sie? Eine Freundin. Atreyu, was soll denn das? Du hast nie Geheimnisse vor uns gehabt. Wie geht's ihr? Nicht besonders. Wir haben ihr einen Verband aus Brechwurzelbalsam gemacht und ihr Schimmelpilztee zum Schlafen eingeflößt. Wechsel den Verband, wenn er trocken ist. Ich bin bei Sonnenuntergang zurück. Olano, warte. Stell dir vor, jemand hat dir etwas erzählt. Du hast versprochen, es niemandem zu sagen. Aber es würde den anderen helfen zu verstehen, wenn sie wüssten, was du weißt. Ich kann dir da leider nicht helfen, Atreyu. Hör auf das, was dein Herz dir sagt. Doch selbst dann. Fliegerin, ich glaube, ich habe keine andere Wahl. Hey Conny, hast du Wally gesehen? Wie denn? Sie ist in Florida. Mit ihrem Vater. Ich habe ihr erzählt, dass die Jacke meiner Mom gehörte. Und was ist dann als nächstes passiert? Sie hat sie dir zurückgegeben. Ja. Woher haben Sie das gewusst? Oh, weißt du. Ich glaube, in dem Alter ist es besonders schwierig, wenn man nicht die Sachen haben kann, die alle anderen haben. Ich sollte nicht darüber reden. Ich habe Wally versprochen, niemandem davon zu erzählen. Nun, ein Versprechen ist ein Versprechen. Ja. Ich kann mich nur noch daran erinnern, dass die Erde immer näher kam. Du lügst. Er lügt uns an. Nein, es ist die Wahrheit. Das schwöre ich. Hör zu. Wir haben den Glücksdrachen mehr als 1000 Mal gesehen. Und wir haben ihn ertrinken sehen, oder? Was ihr gesehen habt, war eine Flugmaschine. Eine Maschine, die fliegt? Hältst du uns etwa für Idioten? Wartet mal! Soll das heißen, dass Fuchue nicht ertrunken ist und der Glücksdrache noch lebt? Ja, ich habe ihn mit meinen eigenen Augen gesehen. Xaide hält ihn in der Stadt der Finsternis gefangen. Sie hält den Glücksdrachen gefangen? Atreyu, wir müssen was tun, sonst stirbt er! Meine Freundin Quana fliegt seit vielen Jahren mit dieser Maschine über Phantasien und versucht, den Glücksdrachen zu finden. Und jetzt, wo sie ihn gefunden hat, kann sie ihn nicht befreien. Jedenfalls nicht ohne ihre Flugmaschine. Was zieht ihr für Gesichter? Wir sind Spezialisten, wenn es ans Reparieren geht. Aber die Maschine ist nicht einfach kaputt. Sie ist völlig unbrauchbar. Wir brauchen nur ein Stück von der Maschine. Dann bauen wir sie dir total wieder auf. Es gibt doch noch einen Teil von der Flugmaschine. Was willst du denn? Sieht aus, als wäre
Das ist die falsche Adresse. Hey, was machst du mit der Jacke meiner Tochter? Wally? Ist sie da? Wally! Bastian, was soll denn der Mist? Es geht um die Jacke meiner Mutter. Hey, entschuldige, aber ich will sie nicht. Nein, ich glaube, sie würde sich freuen, wenn du sie trägst. Endlich lag das Drachenherz wieder an seinem Platz. Die Tate de Maliana waren voller Zuversicht, als sie sahen, wie die von ihnen mitgebaute Flugmaschine sich in den Himmel von Phantasien erhob. Sie fliegt! Die verdammte Maschine fliegt wirklich. Hey, was ist denn los? Die Fliegerin. Du kennst mich? Atreo hat gesagt, du wirst wieder gesund, wenn die Maschine repariert ist. Sieht aus, als hätte er damit recht. Wovon redest du überhaupt? Och, du meinst den Glücksdrachen. Nein, wir wissen Bescheid. Atreo hat uns alles erzählt. Er wollte nichts sagen, das hat er versprochen. Für die Phantasia soll es der echte Glücksdrache sein. Das dachte ich auch. Aber sieh sie dir an. Sie ist wunderschön. Ich habe sie Ewigkeit nicht vom Boden aus gesehen. Mein Großvater hat sie gebaut. Nein, wir waren das. Sie war völlig zerstört. Wir haben alle mitgeholfen, die neue Flugmaschine zu bauen. Das habt ihr für mich getan. Und das, obwohl ihr die Wahrheit wusstet? Meine Worte konnten die anderen überzeugen. Eine Flugmaschine, erschaffen von unseren Händen, ist genauso gut wie der echte Glücksdrache. Der Einfachheit halber habe ich Ihnen eine Liste gemacht. Sie haben eine sehr ausgefallene Handschrift. Unverwechselbar, würde ich sagen. Wie meinen Sie das? Das soll heißen, Herr Blank, um es mit einem Wort zu sagen, verschwinden Sie. Das sind zwei Wörter. Ich bin kein Handschriftenexperte, aber ich würde behaupten, dass dieser Brief von Ihnen geschrieben wurde. Tut mir leid, ich kenne diesen Brief nicht. Sie waren im Zimmer meines Sohnes und haben ihm das letzte Geschenk, das er von seiner Mutter hatte, gestohlen. Sie machen einen Fehler. Sie haben einen Fehler gemacht, als Sie das hier in unseren Briefkasten warfen. Aber das war nicht Ihr einziger Fehler. Belästigung, Schikane, unbefugtes Betreten. Ihnen fehlt jeglicher Beweis. Sie können mir nichts nachweisen. Sollten Sie je wieder dieses Haus betreten oder versuchen, mit meinem Sohn Kontakt aufzunehmen, auf welche Art und Weise auch immer, dann schwöre ich Ihnen, dass Sie sich schneller im Gefängnis wiederfinden, als Ihnen lieb ist, Herr Blank! Guten Tag, Herr Bux. Hey, schon wieder da? Ja, ihr habt mir so gefehlt. Kann ich mich noch für den Ausflug anmelden? Wolltest du nicht lieber nach Florida? Ich hab einen Job. Außerdem, immer Florida ist so langweilig. Ja, Florida ist gar nicht so toll. Was, schon zurück? Bedauerlicherweise haben sich die Dinge nicht so entwickelt, wie ich hoffte. Tut mir leid, das zu hören. Setz dich doch, Gmorg. Keine Sorge. Hier ist immer ein Platz für dich.
Also dann, wie wär's mit einer kleinen Begrüßungsfeier für euer neues Mitglied in der Stadt der Finsternis? Nein! Nur das nicht! Willkommen im Club! Wir nehmen dich auf! Dies ist die Zeremonie! Du musst mir mal erzählen, was an diesem Buch so faszinierend ist. Na gut. Es geht um ein Land, das Phantasien heißt. Dort lebt ein Junge, der heißt Atreyu. Ich meinte nicht sofort. Deine Pizza müsste gleich kommen, Bastian. Wenn sie nicht in 5 Minuten da ist, kriegen wir sie gratis. Ja. Dieser Geschäftspartner, mit dem du weg gehst, ist doch nicht etwa Herr Blank, oder? Natürlich nicht. Bist du denn noch sein Anwalt? Nein. Ich werde ihn nicht als Anwalt vertreten, mein Sohn. Ach, und noch etwas. Wenn du ihn hier noch mal sehen solltest, dann sag mir bitte sofort Bescheid, ja? Ja, natürlich, Dad. Überall dort, wo die finsteren Mächte in Phantasien weiter auf dem Vormarsch waren, hinterließen sie eine Schneise der Zerstörung. Dennoch war die Kaiserin, die alleine und unbewaffnet durch ihr Reich reiste, ohne Furcht. Oh, ich sehe, meine Schwester erwartet mich bereits. Diese Farbe, was soll das Gemork? Viel zu fröhlich. Das ist schwarz. Nicht schwarz genug. Guten Abend, Saide. Du hast dir aber Zeit gelassen. Danke für das Begrüßungskomitee. Wie darf ich deinen Besuch verstehen? Bist du wirklich so mutig oder nur unglaublich naiv? Ich verspürte den Wunsch, dir in die Augen zu sehen. Und wir haben uns nicht gesprochen, seit ich den neuen Namen habe. Nun, Mondenkind. Ich habe wirklich keine Zeit für belanglose Plaudereien. Ich werde mich kurz fassen. Hör auf mit deinem Zerstörungsfeldzug durch Phantasien. Ich soll aufgeben, was ich bisher erreicht habe. Kann ich sonst noch etwas für dich tun? Ja. Geh wieder in die Stadt der Finsternis, bevor es zu spät ist. Und wenn ich das nicht will? Weißt du was? Ich werde gar nichts tun, Xaide. Denn den Samen für deinen Untergang hast du selbst gesät. Halt! Dreh mir nicht den Rücken zu. Du wagst es, dich von mir abzuwenden, ja? Du solltest Angst vor mir haben. Wieso hast du keine Angst vor mir? Alle haben Angst vor dir. Reicht dir das nicht? Oh Mist, ich komme zu spät. Ich brauche das Zeug. Wir schreiben morgen den Test. Ich muss auch noch lernen. Also wer braucht diesen Quatsch dringender? Ein Superhirn wie du oder ein Faulpelz wie ich? Warum machst du dir keine Notizen? Vielleicht würde das ja was bringen. Sag mal, schnallst du das nicht? Sei doch froh, dass ich dein Gekritzel überhaupt haben will. Das heißt nämlich, ich finde gut, was du machst. Danke. Ich bin echt ein Idiot. Wieso hast du mir das mit Conny nicht gesagt? Es war nicht so wichtig. Und in Erdkunde komme ich auch ohne diese Notizen klar. Du hilfst ihm auch in anderen Fächern, nicht nur in Erdkunde? Naja, in Mathe. Du machst ihm die Matheaufgaben? Und ich schreibe seine Englischaufsätze. Und, bezahlt er dafür? Wir haben einen besseren Deal, eine Art Versicherung. Solange ich seine Hausaufgaben mache, bin ich sicher. Jeder, der denkt, er könnte mich rumschubsen oder ärgern, kriegt es mit Conny zu tun. Was passiert, wenn du aufhörst? Was? Glaubst du, ich bin bescheuert? Du musst was unternehmen, Lukas. Mich mit Conny anlegen? Ja. Na klar, du würdest dich das auch nicht trauen. Unser Wieselgesicht. Oder wie ich von der Kaiserin genannt werde, der Hüter des Portals. Meine lieben Phantasier, wer ist der Nächste? Oh,
Das wärst du, Fliegerin. Eure Hoheit, ich danke euch für die Audienz. Oh, Fliegerin. Wir haben uns lange nicht gesehen. Erzähl mir alles. Ich war mit Atreu in der Stadt der Finsternis. Wir haben den Glücksdrachen gesehen, aber als wir ihn retten wollten, war er verschwunden. Wir sind jedoch jederzeit bereit, es nochmal zu versuchen. Wenn die Zeit gekommen ist. Aber zuerst möchte ich dich bitten, etwas anderes zu tun. Und zwar du allein. Und was ist mit Atreu? Wir sind sozusagen Partner. Fliegerin, sieh in die Kugel. Meine Schwester hat einen neuen Feldzug begonnen. Ich habe ihr gesagt, dass es sinnlos ist, aber sie hat es sich in den Kopf gesetzt. Ich muss sie irgendwie zur Vernunft bringen. Ach, das Wort sicher... Jetzt verstehst du, worum ich dich bitte und warum ich möchte, dass du allein gehst. Sehr gut, sehr gut. Wer ist der Nächste? Was hat sie gesagt? Sie hat mir einen Auftrag gegeben. Nichts Besonderes, würde ich sagen. Wie meinst du das? Erzähl doch mal. Schnatter, schnatter, schnatter. Du Wunderknabe, du bist der Nächste. Warte auf mich. Ich kann nicht, ich muss los. Oh, aber sie möchte sicher, dass ich dich begleite. Ich bin Pilotin, du weißt, wie das ist. Ich bin immer unterwegs. Aber ja, das mag ich an dir. Ich meine, jetzt, wo ich lesen kann und außerdem die Flugmaschine... Ich muss das alleine erledigen. Aber ich hoffe, wir treffen uns irgendwann wieder. Notizen. Und? Ich hab's gestern Abend nicht geschafft. Na toll. Und wann soll ich lernen? Ich geb sie dir nach der Pause. Das ist aber zu spät. Bastian nicht. Dein Pech. Klimab muss das tun. Er will doch nur, dass wir Angst haben. Was willst du? Gib ihm seine Aufzeichnung. Redest du mit mir? Ja, ganz genau. Er braucht die Notizen. Das ist unfair. Was? Bist du sein Bodyguard? Ich bin sein Freund. Also wie wär's, wenn du dir einen anderen suchst? Oh, ich krieg ja Angst. Los, Weicher, nimm die Fäuste hoch. Hört auf! Was seid ihr bloß für Idioten? Du hast recht. Was sind das nur für Manieren? Ich erwarte dich um 3 hinter der Tribüne. Wenn du die 7. nochmal machst, kapierst du vielleicht, dass die Schule erst um 3:10 aus ist. An deiner Stelle wäre ich pünktlich. Du willst, dass ich in mein Dorf zurückgehe? Was ist mit Quana? Wir müssen dorthin gehen, wo man uns am meisten braucht. Aber Xaida hat alles zerstört. Alle Waldleute sind weg. Noch ein Grund mehr für dich zurückzukehren. Atreu, komm näher. Du warst sehr tapfer. Aber wir brauchen mehr als je zuvor Helden in Phantasia. Deshalb kannst du das auch hier nicht behalten. Sieh mal, so wird mir niemand glauben, dass ich ein Held bin. Lass die anderen glauben, was sie wollen. Du musst an dich selbst glauben. Wenn du jedoch unbedingt ein Zeichen brauchst, werde ich schon irgendetwas finden. Wie wäre das? Das? Dieses rostige alte Schwert? Es ist beeindruckend, aber ich krieg's nicht raus. Entdecke seinen richtigen Namen und es wird dir wahrhaft dienen. Das Schwert hat einen Namen? Atreu, hast du noch immer nicht gelernt, dass alles in Phantasien einen Namen hat?
Hey, was hast du? Naja, es ist 10.30 Uhr. Und wo bleibt Conny mit meinen Notizen? Naja, ich bock dir meine. Nein, danke. Bastian! Stimmt das? Du willst dich mit Conny prügeln? Was? Alle reden davon. Bastian und Conny schlagen sich um drei. 10 nach 3. Du bist verrückt, Bastian. Sag mal, spinnst du? Gegen Conny hast du doch gar keine Chance. Versuchen kann ich's doch. Wenn wir uns das weiter gefallen lassen, sind wir genauso blöd wie er. Irgendwie hast du recht. Aber rein wissenschaftlich gesprochen, sind deine Chancen gegen Conny zu gewinnen gleich null. Berücksichtigt man euren Größen- und Gewichtsunterschied. Quercobat! Malerbecks merkt, nutzloses Stück Metall! Illibon! Badingi! Halt! Dieses Geräusch. Gemach! Siehst du das? Ein Beispiel von vielen für dein klägliches Versagen. Ich hab's versucht, Xayne. Ich hab's versucht. Botschaft sein, euer Niederträchtigkeit. Suche nach Wahrheit, Inspiration. Es ist ein Akrostichon. S-I-K-A. Das reicht. Gib her. Sucht sie alle! Ich will, dass jedes einzelne verbrannt wird. Überseht ihr eins, werdet ihr gleich mit verbrannt. Schnell! Der Erdkundetest war echt leicht. Nenne drei Steinarten: Eruptiv, Metamorph und Sedimentär. Na klar, du bist ein richtiges Ass. Deine Notizen waren klasse. Danke, Mann, ich schulde dir was. Weißt du, wenn du mir wirklich einen Gefallen tun willst, wie wär's, wenn du das mit Bastian nach der Schule einfach lassen würdest? Kein Problem. Er ist nicht meine Gewichtsklasse. Hey, ich hab ne Idee. Wie wär's, wenn ich dir statt Bastian die Fresse polieren würde? Warum willst du überhaupt jemandem die Fresse polieren? Du musst dir in der Schule doch keine beweisen, dass du der Größte bist. Ganz genau. Ich muss was für meinen guten Ruf tun. Vor nichts kommt nichts. Soll das... das heißen, der Kampf findet statt? Alter, hier! Na schön. Noch einmal. Schlamuf! Alles in Ordnung? Das war eben ein perfektes Beispiel für falsche Kommunikation, Missverständnis und absolute Fehleinschätzung. Held Hynrek, zu euren Diensten. Meine zwei Heldenkollegen. Hüsbald der Schnelle. Schnell leider nur zu Fuß und nicht mit dem Kopf. Hykreon der Starke. Auch er nicht mit Intelligenz gesegnet, aber mit Muskeln. Ich nehme an, du verstehst mein Problem. Nicht so ganz. Tut mir leid. In anderen Zeiten würde dich das dazu qualifizieren, dich meiner Gruppe anzuschließen. Bedauerlicherweise zwingt mich meine momentane Situation dazu, dass du das Opfer bist. Das heißt, wir berauben dich deines Hab und Gutes. Ihr raubt mich aus?
Ich bin überrascht von deinem schnellen Begriffsvermögen. Hände hoch. Hoch, 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 hoch. Conny lässt sich leider nicht davon abbringen. Was soll denn das? Jetzt denkt er, dass ich Schiss hab. Das solltest du auch. Jeder würde Schiss haben. Es gibt nur eine Möglichkeit, das zu regeln. Ganz genau. Gleiches mit Gleichem bekämpfen. Misch dich da nicht ein, Bastian, ehrlich. Wenn überhaupt, dann müsste Lukas sich was einfallen lassen. Sehr gut, danke. Hör zu. Ich will ja nicht Partei ergreifen, aber... Conny ist ein absoluter Idiot. Der könnte dich übel zusammenschlagen. Wenn du willst, dreh dich mal mit ihm. Was? Ich und Angst vor Conny. Denk dir, ich hab vor Conny Angst. Auf keinen Fall. Ich hab kein Problem, da heute hinzugehen. Ein Beutel voller Nüsse und Beeren. Und ein nutzloses, verrostetes Schwert. Ne? Ist das alles, was er hat? Du lässt mir keine Wahl. Wir müssen dich töten. Du weißt nicht, dass es ein Zauberschwert ist. In diesem Augenblick würdest du alles sagen, um deinen Kopf zu retten. Ich habe es von der Kaiserin erhalten. Siehst du, da haben wir's. Es hat nichts mit dir zu tun. Aber wenn wir dich leben lassen, ist unser Ruf als Heldin ruiniert. Ruiniert? Wenn ihr mich tötet, habt ihr euren Ruf sogar verloren. Habt ihr vom Auserwählten gehört? Bastian, du bist nicht in der Schule? Es ist gerade Pause. Wo ist das Buch über Boxen? Pugilismus, die süße Wissenschaft, verkauft. Oh Mist, was mache ich denn jetzt nur? Wieso habe ich das ungute Gefühl, dir steht ein Kampf bevor? Nicht schon wieder eine ihrer Ahnungen. Wenn du einen Befürworter von Gewalt suchst, bist du bei mir an der falschen Adresse. Ich bin Pazifist. Ich habe nicht erwartet, dass sie was von Boxen verstehen. Au contraire. Ich sagte Pazifist, nicht Masochist. Da ich schon als Kind nicht besonders groß war, wurde ich gerne schikaniert und wurde dadurch sozusagen zum Kampfexperten. Ich habe damals mein eigenes System der Selbstverteidigung entwickelt. Wirklich? Können Sie mir das zeigen? Oh, das ist sehr kompliziert. Ich lerne immer noch. Wie viel Zeit hast du? Ungefähr 45 Minuten. Ich versuche dir das Wichtigste zu zeigen. Komm mit. Ich verstehe das nicht. Was hat das mit Selbstverteidigung zu tun? Das ist das Wichtigste bei der Selbstverteidigung. Wenn du es mit einem übermächtigen Feind zu tun hast, rennst du weg, so schnell du kannst. Und jetzt komm mal zu mir rein. Nein, nein. Aikido bedeutet Harmonie und Energie. Wann zeigen Sie mir, wie man zuschlägt? Gar nicht. Und wie soll ich gewinnen? Indem du deinem Gegner hilfst zu verlieren. Wie funktioniert das? Das nennt man Kokugishi. Du sorgst dafür, dass die Energie deines Gegners ihn zu Fall bringt. Nochmal. Also, lasst ihr mich frei? Ja. Aber zuerst entledigen wir dich deiner Zunge. Was? Meine Zunge? Wir wollen nicht, dass jemand von unserer Weichherzigkeit hört. Aber wartet! Wie soll ich dann einen Namen für das Schwert finden? Schon wieder Ausflüchte, mein Guter. Die Kaiserin hat mir das Zauberschwert selbst gegeben. Es hat nur noch keinen Namen. Nenn es Rosti, wenn du mich fragst. Alles braucht in Phantasien einen Namen. So was Dummes habe ich noch nie gehört. Sag schön, ah. Nein, warte. Die Sache mit den Namen habe ich schon mal gehört. Woher hast du das mit den Namen? Vom südlichen Orakel. Kein Wort mehr. Beim südlichen Orakel sind wir zu Stein erstarrt. Wir wären noch immer versteinert, wenn nicht einer der Waldleute gekommen wäre und bingo. Das war ich. Ich gehöre zu den Waldleuten. Ich schaffte es durch alle Tore und fand den Menschen jung. Er gab der Kaiserin ihren neuen Namen. Entweder bist du ein guter Lügner oder tatsächlich der Auserwählte. Wir Waldleute können nicht lügen. Was nun? Bastian, warte! Ich hätte beinahe vergessen, dir das Allerwichtigste zu sagen. Hoffentlich, wie man zuschlägt. Oh nein! Aber wenn du das, was ich sage, klug anwendest, dann musst du weder weglaufen noch zuschlagen. Ist das sowas wie eine Geheimwaffe? Ja. Es verhindert im Vorfeld den Ausbruch von Feindseligkeiten. Und nur wenige Auserwählte haben den Schneid, es zu versuchen. Was ist das? Diplomatie, Aussöhnung, Verhandlung, Feilschen und Schachern. Oder mit anderen Worten, so lange reden, bis man einem blauen Auge entgangen ist. Dann wäre ich wie alle anderen die Conny anbetteln, dass sie ihn keine verpasst. Und nichts würde sich ändern. Du sollst nicht betteln, sondern reden.
Du kannst nur was ändern, wenn du mit ihm redest. Rede mit dem Kerl, Bastian. Mach ihm klar, wie dumm er sich verhält. Und vergiss nicht, dich zu ducken. Ich will nicht gegen dich kämpfen, Conny. Wieso erstaunt mich das nicht? Ich will dir nur sagen, ich bin kein feiges Huhn. Also schlag mich ruhig zusammen und komm dir groß vor. Aber es ist wirklich feige, wenn du dir Opfer wie Lukas suchst. Hey! Ich denk mal drüber nach. Vielleicht hast du ja recht. Nein. Hey, das war ganz lustig. Aber irgendwie kann ich nicht darüber lachen. Conny, hör auf, lass ihn. Hey, Bastian. Ja? Bastian, Conny, hört auf. Ich will überhaupt nicht wissen, worum es geht, aber ich kann euch garantieren, ihr bekommt eine Menge Ärger. In die Schule, sofort. Juni? Das ist vom Himmel gefallen. Suche die Wahrheit, Inspiration und Kenntnis. Auch niemals darfst du aufgeben. Weder deine Heimat noch dein Herz. Was heißt das? Das bedeutet, es gibt wieder Kämpfe. Doch zum Glück seid ihr gekommen. Wir hatten die Hoffnung schon aufgegeben. Aber jetzt kämpfen nicht nur Kinder gegen Saides finstere Ritter, sondern auch richtige Helden. Und selbst wenn wir dabei sterben sollten, ist es nicht so schlimm. Denn wir sterben bei dem Versuch, unser Dorf zu verteidigen. Findet ihr nicht? Sterben? Bei der Verteidigung eures glorreichen Dorfes? Was könnte sich ein Held Schöneres wünschen? Bedauerlicherweise ist mir eben eingefallen, wir haben noch eine Verabredung mit einer gewissen Prinzessin. Einer überaus reizenden Prinzessin. Prinzessin... Anacrostichon. Ja, ganz genau. Prinzessin Anacrostichon. Noch nie von ihr gehört. Das ist eine lange Geschichte. Aber eine Verabredung ist eine Verabredung. Also verabschieden wir uns mit einem Adieu und wünschen euch viel Glück. Sikanda! Das ist der Name des Schwertes. Es ist ein Zauberschwert. Ja, so sieht es aus. Und deshalb bitten wir dich, lassen wir doch Vergangenheit Vergangenheit sein. Und wir schwören ewige Treue dem großen Helden Atreyu. Auf, Atreyu! Kundschaft! Klienten! Aufgepasst, meine Beste! Heute ist euer Glückstag! Geh mir aus dem Weg, du windiges, widriges Objekt! Ey, ey, ey! Das hier ist ein sogenanntes Industriegebiet! Vermutlich hast du mich nicht verstanden. Ich bin Xaide, die Prinzessin der Finsternis! Ich nehme mir, was ich will. Ich kaufe nicht. Bingo! Nur ein Narr bezahlt den Ladenpreis. Wo geht's zum Maler der Schildkröte? Was für eine überraschende Frage. Alle Pilger fragen nach dem Weg. Auf dieser wunderschönen Karte sind alle Sehenswürdigkeiten der Schildkrötenberge verzeichnet. Und sogar, wo sich die Schildkröte befindet. Sie gehört euch, ihr selbstverständlich, umsonst. Gratis. Sie kostet euch nichts. Macht Platz! Bleibt hier! Natürlich ist es ein Geschenk. Du, ich erinnere mich an dich. Was willst du? Warum kommst du schon wieder zu mir?
Als ich klein war, hast du mir gesagt, ich würde es verdienen, Phantasien zu regieren. Ich bin es leid, noch länger zu warten. Hab Geduld. Es wird bald eine Schlacht um das Dorf der Waldleute geben. Werde ich siegreich hervorgehen? Es wird alles entschieden werden. Ich habe nicht den weiten Weg gemacht, um mir von dir Klischees anzuhören. Dein Schicksal ruht in den Händen eines kleinen Menschenjungen. Der Junge mit dem Buch. Es geht nicht nur um ihn. Es gibt noch einen anderen Jungen, der nichts weiß von seinem Einfluss auf die Geschehnisse. Willkommen zum ersten Tag eures Nachsitzens. Ihr seid hoffentlich so klug, es nicht nur als Strafe zu betrachten, sondern auch als Wiedergutmachung für eure Dummheit. Sie halten mich für dumm, Frau Finke? Seht uns beide für dumm. Wie sonst würdet ihr zwei Jungs nennen, die sich im Dreck rumrollen und versuchen, sich die Köpfe einzuschlagen? Ist das ein Intelligenztest? Ja, so könnte man es nennen, Conny. Denn anstatt in der nächsten Woche stillzusitzen oder die Tafel zu wischen oder den Müll rauszubringen, möchte ich, dass ihr einen Aufsatz schreibt. Und zwar 1000 Wörter. Ich kenne keine 1000 Wörter. Oh. Tja, dann müsst ihr wohl zusammenarbeiten, oder Conny? Ein Stapel Papier, ein Bleistift, also 500 Wörter von jedem. Das heißt zusammen 1000 fehlerfreie Wörter. Abgabetermin ist Freitag. Warten Sie, Frau Finke. Über was für ein Thema? Nun, da ihr die Autoren seid, steht es euch frei. Schreiben. Kann ja nicht so schwer sein. Das werden wir ja merken. Worüber würdest du denn gerne schreiben? Du hast doch so eine blühende Fantasie. Du musst dich an was erinnern, was du gelesen hast, und ich schreibe. Na gut, Atreo und die drei Helden warteten auf den Angriff der Ritter der Finsternis. Atreos Waffe war das Zauberschwert Sikander. Also, das Zauberschwert, ich darf doch den Namen sagen, Sikander. Du sollst den Namen nicht sagen. Gut, ich verstehe, aber angenommen, ich würde mir das Schwert ausborgen, dessen Namen ich nicht aussprechen werde. Nein, du wirst es dir nicht ausborgen. Darf ich es halten? Bitte nur einen Moment. Na schön, na schön. Aber halt dabei auch den Mund. Sikander. Entschuldigung, ich hab dich gewarnt. Ein plötzlicher Hustenreiz. Atreo! Atreo, komm schnell! Was ist, Joni? Wir haben jemanden in der Falle gefangen. Warte, nicht so schnell. Atreo, Joni, Hynrek, Hygrion, Hüsbald. Was ist denn das für eine Geschichte? Naja, es ist so eine Art Action-Abenteuer-Geschichte. Action und Abenteuer? Wird denn auch irgendwann mal was passieren? Du redest nur von Blumen, Zauberei und irgendwelchen Problemen. Du spinnst, die abgefahrensten Sachen passieren. Manchmal wird gezaubert. Ah! Lass sie nicht entkommen! Manchmal sind da Monster. Manchmal wird noch richtig altmodisch gegeneinander gekämpft. Verschwindet! Ich warne euch! Und manchmal bekämpfen sich die Monster untereinander mit ihren Zaubertricks. Irgendwie ist das wie ein ständiger Kampf zwischen den Mächten der Finsternis und des Lichts. Gut und böse, richtig und falsch. Und wo findet dieser Kampf statt? In einem Land, das heißt Phantasien. Hm? Auch wenn du es nicht verstehst.
Du schreibst auf, was ich erzähle. Wir wollen noch 1000 Wörter haben. Na gut, na gut. Joni führt Atreo und die drei Helden zu der Falle, die sie zur Verteidigung gebaut hatten. Rip? Ja, sag mal, bist du das? Oh, mein Ruf ist bis zu euch vorgedrungen. Ihr habt hoffentlich nur Gutes gehört. Du kennst ihn? Ja, er ist ein fahrender Handelsmann. Kommt und helft mir, ihn rauszuholen. Ja. Ah, Bingo! Und wieder ein zufriedener Kunde. Das habe ich auch versucht, diesen angemalten Typen klarzumachen. Wieso bist du eigentlich hier? Expansion, wenn ihr so wollt, um meinen Marktanteil zu vergrößern. Nein, ehrlich, vor was rennst du weg? Diese Information, mein Freund, gibt es aber nicht umsonst. Du bist der Straßenhändler, der uns übers Ohr gehauen hat beim südlichen Orakel. Ja, aber für dich als spezielles Einstiegsangebot selbstverständlich gratis. Diese Information wird dein Interesse wecken. Sprich, Xaide ist auch schon unterwegs. Und sie ist alles andere als bester Stimmung. Scharlatan! Lügner! Lass den Mann in Ruhe, er ist harmlos. Der junge Mann, da ist ein ausgezeichneter Menschenkenner. Mann, Mann, nicht so schnell mit dem Namen, okay? Diese Xaide. Los, buchstabier. X-A-Y-I-D-E. Wer ist das? Sie gehört zu den Bösen, eine böse Prinzessin. Eine verschrumpelte alte Ziege mit dicken Warzen und Haaren in den Ohren? Gmork! Wo steckst du? Nein, Mann! Xaide ist nicht hässlich, sondern heiß. Heiß und böse. Eine super Kombi. Los, worauf wartest du, Märchenspinner? Kommt jetzt Xaide? Ihr habt gerufen, euer Niedertracht. Sieh mich an, Gmork. Sehe ich anders aus als sonst. Wehe, du lügst. Da ist irgendwas... irgendwas Komisches an eurem Mund. Was? An meinem Mund? Was ist mit meinem Mund? Oh nein! Alles in Ordnung. Geradezu perfekt. Also wo waren wir doch gleich? Die Prinzessin der Finsternis wollte Phantasien und alles, was dazugehörte, zerstören. Eine Wahrsagerin hatte ihr vorausgesagt, dass sich ihr Schicksal in der Schlacht um das Dorf der Waldleute entscheiden würde. Alle, die dafür sind, dass wir uns so schnell wie möglich verdrücken, Hände hoch! Was ist mit eurem Treueschwur? Das war lange davor. Vor was denn? Ich werde dir jetzt mal was sagen. Helden wie wir lachen im Angesicht der Gefahr. Aber jetzt, wo ich weiß, gegen wen wir antreten, ist das kein Witz mehr. Tote Helden können nicht mehr lachen. Aber ihr könnt doch nicht dauernd weglaufen. Mach, was du willst. Nein, ich mache nicht, was ich will. Immerhin geht es um alle Waldleute, die vertrieben worden sind. Und um alle Bewohner Phantasiens, die nichts mehr zu verlieren haben. Die Mächte der Finsternis können besiegt werden. Wir können das nichts aufhalten. Wir können es schaffen. Aber nur, wenn ihr alle mithelft, alle. Hört auf eure Herzen. Vertraut eurem Schicksal und diesem Schwert, auf das das Zauberschwert uns verteidigt. Sag es. Sag den Namen. Sikanda! Also, erzählt mal, wie kommuniziert ihr? Per E-Mail? Hier, wir haben schon 4 Seiten fertig. Oh, es passiert immerhin was. Dann schreibt mal fleißig weiter. Wir haben schon 4 Seiten fertig, Frau Finke. Willst du ewig hier sitzen oder wie? Ah. Als ob ich die Wahl hätte. Kapitel 2. Die drei Helden bereiten die Schlacht vor. Warte, eins raff ich dabei nicht. Ich verstehe ja, dass die Waldleute ihr Dorf verteidigen wollen. Aber was haben die Helden davon? Was meinst du damit? Es sind Helden. Sie vollbringen Heldentaten da, wo es unmöglich ist. Die drei Helden bereiten die Schlacht vor. Ich würde mir doch nicht den Arsch aufreißen für Leute, die ich nicht mal kenne. Du bist ja auch kein Held. Ist ja deine Geschichte. Gut. Sie sind keine wirklichen Helden.
Also, Sie könnten es doch wegen irgendwas machen. Vielleicht wegen Geld oder Ruhm. Leise, leise. Hey, wo wollt ihr denn hin? Tut mir leid, mein Freund. Aber hier ist nichts, was uns noch länger hält. Es besteht keine Aussicht auf Gold oder Ehre. Das stimmt. Wir haben euch nichts zu bieten. Aber es wäre die Chance, das Richtige zu tun. Die Friedhöfe sind voller Leute, die meinten, das Richtige zu tun. Wartet! Ich weiß was. Wie wär's, wenn Olano und ich ein Lied über euch machen würden? Die Ballade um die Schlacht des Waldleutedorfes. Zum Beispiel die Ballade von Hynrek, Hykrion und Hyspalt. Ach, ein grandioser Titel. Warum ist mir das nicht eingefallen? Und ihr könnt garantieren, dass unsere Namen im Titel erscheinen? Eine dankbare Nation erhebt ihre Stimme zu einem Lied. Und was werden sie singen? Ja, was? Sagt es uns. Hynrek. Oh, nein. Hyspalt. Hykrion. Magnifik. Sie riskieren ihr Leben also für ein Lied? In dem sie genannt werden. Jetzt verstehe ich. Sie können ganz locker sein. Ich meine, das Zauberschwert wird sie doch sowieso alle retten. Das ist nicht so einfach. Denn Zauberei funktioniert nie, wie man denkt. Aber ein Schwert mit Namen ist richtig cool. Ja. Ja, wie das Schwert Excalibur. Oder Davy Crockett und sein Steinschlossgewehr Old Betsy. Oder Jim Bowie und sein Messer. Wie hieß das noch? Bowie-Messer. Ja, genau. Wenn sie nach dir ein Messer benennen, Mann. Das ist doch absolut klasse. Toller ist, wenn jemand ein Lied über einen schreibt. Atreyu! Was? Schnell, wach auf! Was ist los? Lass uns keine Worte verlieren. Hat die Schlacht angefangen, oder was? Hör auf mit der Fragerei. Ich hab dir doch gesagt, wir wollen keine unnötigen Worte verlieren. Nimm dein Zauberschwert mit. Und? Was ist los? Wir haben festgestellt, dass es ein paar unter uns gibt, denen man nicht trauen soll. Zum Beispiel... mir, wenn du so fragst. Oh, gib mir das Schwert wieder. Jetzt, ihr Idioten! Immer auf mich! Es ist doch stets dasselbe. Wenn man will, dass etwas richtig gemacht wird, muss man es selber tun. Runter von mir, du Wichtel! Ruhe, das ist der große Moment. Sikanda! Hallo? Hey! Lass mich hier raus! Wenn die Umstände es erlauben würden, würde ich deinem Wunsch auf der Stelle nachgehen. Aber ich bin sicher, du hast Verständnis für mein Problem. Dein Problem? Ich sitze doch hier unten fest. Ich bitte um Entschuldigung für die Unannehmlichkeiten. Aber du bist schon eine Legende. Der Auserwählte. Jetzt sind wir an der Reihe, ein wenig Ruhm zu ernten. Sikanda! Hallo, komme ich zu spät? Oh ja. Aber da Conny etwas zu früh gekommen ist, sei dir verziehen. Was machst du da? Ich überlege, was als nächstes passiert. Oh. Also machst du jetzt mit der Geschichte weiter. Ist das ein Problem für dich? Nein. Ist cool. Echt? Also gut. Atreyu war die ganze Nacht in dem Loch.
Er wacht auf und ruft um Hilfe. Jemand muss ihn finden. Das ist echt gut. Aber ich habe eine bessere Idee. Aufgepasst, Waldleute! Was ist denn los? Davon kriege ich Kopfschmerzen. Wo ist Atreus? Wieso? Das ist die Frage, die uns alle brennend interessiert. Es ist meine traurige Aufgabe, euch mitzuteilen, dass Atreus, der auch der Auserwählte genannt wird, euch in der Stunde der Not verlassen hat. Was? Das würde Atreus nie tun. Oh, ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Kein hübscher Anblick, wenn ein Mann vor seinem Schatten davon rennt. Ich glaub dir kein Wort. Ich würde es ja auch nicht glauben, wenn ich es nicht selbst gesehen hätte, wie er sich davon schlich, um sich in Sicherheit zu bringen. Glücklicherweise haben meine zwei Kameraden und ich ihn daran gehindert, das Schwert mitzunehmen. Das Zauberschwert! Sikandar! Oh, ich fühle mich schon sehr viel sicherer. Fürchtet euch nicht, Waldleute! Ich und meine zwei heldenhaften Kameraden, Hykrion der Starke, Hyspalt der Schnelle, wir beschützen euch vor dem tödlichen Feind! Wäre das nicht ein guter Satz? Geblendet von seinen eigenen Anführerambitionen, war Tartus gewillt, den Helden zu glauben, dass Atreus sie im Stich gelassen hätte. Das würde Tartus nie glauben. Er kennt Atreus von klein auf und Atreus ist kein Hasenfuß. Und wenn er nur so tut, als ob er glaubt, was sie sagt? Warum sollte er das? Dann könnt ihr ihr Atreus suchen und rausfinden, ob es stimmt oder nicht. Atreus! Nach wem suchst du denn? Ist das nicht eindeutig? Nur zur Sicherheit. Hey, warte, du kannst nicht allen den Schädel einschlagen. Ein wiederkehrendes Motiv. Und außerdem sind das doch zweitklassige Helden. Sie haben keine guten Ideen, wie man Konkurrenten für immer ausschaltet. Was soll denn das, du muskelprotzender Vollidiot? Es ging nicht anders. Er glaubt uns nicht. Er sucht Atreus. Gute Arbeit. Los, schaffen wir ihn hier weg. Das glaube ich nicht. Ich kenne Tartus mein ganzes Leben lang. Das macht es noch schlimmer. Oh, was für ein Verrat. Was für ein Verrat. Das bedeutet also, wir sind alleine. Gegen die Ritter der Finsternis? Da würde ich am liebsten auch weglaufen. Fürchtet euch nicht, Waldleute. Wir mögen vielleicht nicht zahlreich sein, aber was heißt das schon? Denn ihr habt wahre Helden unter euch, bewaffnet mit dem Zauberschwert. Aber warum die Zauberkraft verschwenden? Lasst uns die Feierlichkeit mit einem Lied beginnen. Mein Schädel. Ja, so ging's mir auch. Wir müssen hier raus. Und genau an dieser Stelle komme ich ins Spiel. Rap, kannst du uns hier rausholen? Hängt ganz davon ab. Ja, klar. Je nachdem, was für ihn dabei rausspricht. Hey, ich habe zwar eine Händlernatur, aber ich habe auch ein Herz. Oh, also, mal sehen. Wenn ich gewusst hätte, dass ich hier gärtnern muss, hätte ich meine Gummistiefel mitgebracht. Na, geht doch. Aber trotzdem, wenn ihr eine kleine Spende machen wollt oder ein kleines Trinkgeld als Zeichen eurer Wertschätzung hinterlassen wollt, wäre ich dafür durchaus empfänglich. So weit sind wir schon mal. Drei Helden, die kamen, das Dorf war ihr Ziel. Geführt von Hünrik, von dem zu berichten, es gäbe so viel. Sein Mut, sein Geschick, sein stählerner Blick. Hey! Drei Helden! Sein sinniger Körper, sein betörend Gesicht. Ich höre einfach nicht meinen Namen! Ich möchte in aller Bescheidenheit vorschlagen, dass er und sein flinker Geselle nebenbei im Refrain vorkommen. Eine große Ehre. Jedem wurden zwei Strophen versprochen. Mäßige dich. Ich warne dich. Oder es wird dir leid tun. Das ist die letzte Warnung.
wie du willst. Sikanda! Ich hasse dieses verdammte Ding! Wie wollen wir jetzt die Ritter der Finsternis aufhalten? Ich hab die Nase voll. Feuer! Ausgezeichnet. Ich hätte es wirklich nicht besser planen können. Lass den Feind sich selbst zerstören und dann räumen wir auf. Vorwärts! Die ganze Sache schien hoffnungslos für die Waldleute zu sein, als sie das vertraute Geräusch der Flugmaschine hörten. Ich schreibe weiter. Hättest du Interesse an meinem 12-Punkte-Programm? Wie sterbe ich würdevoll? Wir würden über den ersten Punkt nicht hinauskommen. Verehrte Kämpfer, ich bitte euch inständig, habt Mitleid. Vorsicht, das ist Schacht. Wieso denn so unfreundlich? Ich muss doch sehr bitten. Es könnte natürlich sein, dass euer Mitleid aufgebraucht ist. Seht! Hoffnungsvoll schauten die Waldleute nach oben. Die Fliegerin! Ich weiß, wie man das nennt. Deus ex machina. Das ist griechisch oder latein oder irgendeine alte Sprache. Und was heißt das? Götter in Maschinen. Wenn du in der Geschichte nicht weiter weißt, dann rufst du einfach die Götter, die lösen alle Probleme und basta aus Ende. Woher weißt du das? Ein Vorteil vom Sitzenbleiben. Irgendwas kriegt man doch mit. Also gut, schreib auf. Als die Fliegerin über das Dorf flog, fuhr ihr Finger über den Schalter und zwei Maschinengewehre wurden ausgefahren. Vergiss es. Die Fliegerin schießt auf niemanden. Sie hat wirkungsvollere Waffen als Kugeln. Was denn, Küsse zum Beispiel? Nein, Mann, das ist viel besser. Gerade rechtzeitig. Was macht sie da? Hey, eine Rettungsaktion wäre ganz hilfreich für uns. Verdammten Zettel! Hatte ich nicht gesagt, dass alle verbrannt werden sollen? Ich habe euren Befehl befolgt. Woher sollte ich wissen, dass noch mehr da waren? Ausreden. Warte, was für Zettel? Naja, sind das Liebes- und Friedensbotschaften für alle? Die Guten reden mit den Bösen und dann leben alle in Frieden, bis sie gestorben sind? Wow, warte, eins nach dem anderen. Endlich! Sikanda! Sikanda! Ja,
das könnt ihr wegrennen, ihr angstschlotternden Feiglinge. Ihr erbärmlichen Ratten, ihr milchgesichtigen Schlappschwänze! Aber wo wollt ihr euch vor mir verstecken? Oh! Die Waldleute jubelten und Ende. Nein, noch nicht. Du hast das Wichtigste vergessen. Die Waldleute feiern ihren Sieg. Das ist doch mit Jubeln gemeint, oder? Ja, aber wie feiern sie? Was soll das? Ist das ein Quiz? Nein, die Ballade. Um die haben wir doch am Anfang so ein Theater gemacht. Oh Mann, sollen wir jetzt auch noch ein Lied schreiben? Komm schon, das kann doch nicht so schwer sein. Drei Helden, die kamen, das Dorf war ihr Ziel. Atreo, der machte sie fertig und wie? Den Rittern der Finsternis das nicht gefiel. Songschreiben, Geld verdienen? Wer macht denn sowas? Songschreiber. Naja, es ist gar nicht so schwer, wie ich dachte. Ich komme ganz gut voran. Ich finde, du verbringst zu viel Zeit mit Conny. Denn seitdem hast du sehr komische Ideen. Ich will vielleicht eine Band gründen. Aha, und was willst du spielen? Leadgitarre, vielleicht Schlagzeug. Und ich werde auch singen. Und die Songs schreiben. Das habe ich drauf. Seit wann? Hallo. Hey. Seid ihr beide jetzt befreundet? Hm. Er ist nicht so mutig, wie ihn hält, aber er ist so, dass er einem gefällt. Genau. Hey, warte, vor kurzem wollte er dich noch zusammenschlagen und jetzt seid ihr plötzlich Freunde? Wir sind keine Freunde. Wir arbeiten an einem Song. Was? Up to you.